Hier ist die erste deutsch-migrantische Late-Night-Show mit Nalan Şipar. Haberi eğlence haline getiren program Nalan's Late Night Show'a hoş geldiniz. Ben her hafta yeni kıyafet seçmek için kesinlikle zamanı olmayan sunucunuz Nalan Şipar. Allah'ım son 2 hafta içinde neler oldu neler. Çay, çekirdek, wine show'la hazırsa hemen girişelim. Önce başlıklar. Almanya'da aşılama süreci bir türlü ilerlemiyor. Peki süreci hızlandırmak için hükümet Merkür Retrosu'nun bitmesini mi bekliyor? Uluslararası Şeffaflık Derneği Kamuda Yolsuzluk Algı Endeksini açıkladı. Adını anlamak için 50 kere okumamız gereken bu rapora göre Almanya ne kadar rüşvetçi? Kassel valisi Walter Lübke'yi öldüren katil ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet engellenebilir miydi? Konuyu uzmanıyla konuşacağız. Ve son olarak Konrad Adenauer Vakfı tarafından hazırlanan ve Almanlarla Türkiye kökenlileri karşılaştıran anketin sonuçlarını tamamen bilim dışı yöntemlerle inceleyeceğiz. Hadi yallah başlıyoruz. Bu ay 1 yaşına giren koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Almanya'nın da başına bela olmaya devam ediyor. Hafta başında başkent Berlin'de yapılan aşı zirvesinde bir araya gelen Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları, ilgili federal bakanlar, aşı üreticisi firmaların temsilcileri ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri tek bir soruya cevap aradı. Bu millet neden hala aşı olamıyor ya? Wir brauchen im Grunde ein gutes Management für die Bürgerinnen und Bürger, wann die Impftermine vergeben werden können. Es gibt eine nationale Impfstrategie, die ist zwischen dem Bundesgesundheitsminister und den Bundesländern entwickelt worden. Diese nationale Impfstrategie wird jetzt auch einen nationalen Impfplan enthalten. Und entsprechend diesem Plan werden wir jeweils nach bestem Wissen über die Liefertermine und das, was kommen kann, voraussagen, was bedeutet das? Und da, wo man es noch nicht voraussagen kann, und sagt heute keiner für das zweite Quartal, kein Hersteller, in welchen Liefermengen er pro Woche die Lieferung machen wird. Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch, zirve sonrası varılan sonuç halka verilen sakinleştirici haptan başka bir şey değil dedi. Yeşiller Partisi eş başkanlarından Robert Habeck ise acil aşı ekonomisi talep etti. Zirveden bir gün sonra Başbakan Angela Merkel ARD kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve aşı konusunda sözünü yineledi. Das was uns für das erste Quartal versprochen war, das bekommen wir auch. Aber es sind eben, entweder kann man sagen, schon fast 10 Millionen Menschen, die wir werden impfen können mit beiden Impfungen im ersten Quartal. Andere sagen erst und dann wird sich das steigern. Und zum Ende des dritten Quartals, wenn nicht die Mutationen uns Sorgen machen oder Ähnliches, werden wir jedem ein Impfangebot gemacht haben. Aşı üreticileri hükümete zamanında yeterince sipariş vermediniz diyor. Federal hükümet aşı sürecinde sorumluluk eyaletlerde diyor. Vatandaşlarsa aşı randevusu almak için çöken internet siteleri telefon hatlarıyla uğraşıyor. Şüphesiz bunların hepsi sorunlu durumlar. Ama sizlerle olan iletişimimizden şunu biliyorum. Birçok insan artık sabrının sonunda. Psikolojik olarak zorlanıyor. Hepimiz zorlanıyoruz. Endişelerimiz var. İşsiz kalmaktan korkuyoruz, çocuklarımıza, anne babalarımıza bir şey olmasından korkuyoruz ki bu endişemizde de çok haklıyız. Ama aylardır yaptığım videolarda hep şunun altını çizmeye dikkat ediyorum. Bu tünelin sonu gelecek. Bu günler geçecek. Bu salgın bitecek. Bundan 1 yıl önce aşı olur mu olmaz mı ne zaman olur onu bile bilmiyorduk. O yüzden enseyi karartmayacağız ve baharı, yazı umutla bekleyeceğiz. Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından biri de Kassel valisi Walter Lübke cinayeti davası oldu. Hatırlarsanız 2 Haziran 2019 gecesi 65 yaşındaki Hristiyan Demokrat Partili siyasetçi evinin terasında kısa mesafeden başına silahla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme katil Stephan Ernst hakkında ömür boyu hapis cezası kararı aldı. İddianamede katilin cinayeti aşırı sağcı, yabancı düşmanı güdülerle işlediği ifadeleri yer aldı. Ancak cevaplanmayı bekleyen birçok soru var. Eine Frage wird zum Beispiel sein, warum der hessische Verfassungsschutz Stephan Ernst, den noch 2009 in einem internen Vermerk als brandgefährlich bezeichnete, genau ab diesem Jahr nicht mehr beobachtet hat. Und bei Markus H. ist fraglich, warum der Verfassungsschutz Erkenntnisse über einen bekennenden Neonazi nicht weitergeleitet hat. Mit der Folge, dass sich Markus H. eine Waffenbesitzkarte vor Gericht erstreiten konnte. Ein folgenreicher Fehler. Weil der Verfassungsschutz dafür gesorgt hat, dass sich Markus H. legal bewaffnen konnte, dass er gemeinsam legal mit Stephan Ernst mutmaßlich Schießübungen durchführen konnte. Sie haben auch illegale Schießübungen durchgeführt und das ist die Verantwortlichkeit des Verfassungsschutzes, denn sie hatten Erkenntnisse, die verhindert hätten, dass Markus H. so eine Waffenbesitzkarte bekommt. Davanın sonucunu Demokrasi ve Sivil Toplum Enstitüsü kurucu direktörü Dr. Matthias Quent'le konuşacağım. Herzlich willkommen, Dr. Quent. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Quent, wie würden Sie das Urteil in dem Mordfall Walter Lübke beurteilen? Fangen wir vielleicht mit dieser Frage mal an. Zunächst ist es ein Urteil nach einem langen und gründlichen Prozess, das gesprochen wurde. Der Hauptangeklagte wurde auch wegen der Ermordung von Walter Lübke verurteilt. Gleichzeitig kann ich sehr gut verstehen, dass viele Angehörige, Betroffene, auch Mitgemeinte von diesen rassistischen Botschaftstaten, die ja insbesondere der Angriff auf Ahmed I auch darstellt, der nicht gesühnt wurde, der nicht aufgeklärt wurde, wo der Täter Stephan Ernst, also der Mörder von Walter Lübke, nicht wegen dieser Tat verurteilt wurde, dass es hier eine große Unzufriedenheit gibt. Einerseits, weil diese Tat nicht aufgeklärt wurde, andererseits aber auch, weil der mutmaßliche Mitangeklagte Markus Hartmann nicht verurteilt wurde, jedenfalls nicht wegen der Tatbeteiligung, für die es ja viele Hinweise gibt bei der Ermordung von Walter Lübke. Wegen anderer Delikte zu einer sehr geringen Strafe. Andererseits muss man auch sagen, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein scheint, denn die Bundesanwaltschaft ist hier in Revision gegangen. Das bedeutet, es kann sein, dass das Urteil aufgehoben wird, dass in einem erweiterten Verfahren dann auch Stephan Ernst verurteilt wird wegen des Mordversuchs, des rassistischen Mordversuchs an Ahmed I. und möglicherweise auch Markus Hartmann wegen der Tatbeteiligung bei der Ermordung von Walter Lübke. Das wird man also abwarten müssen, ob da neue Ergebnisse und auch eine andere gerichtliche Einschätzung zum späteren Zeitpunkt noch stattfinden. Ein Untersuchungsausschuss soll sich auch mit der Frage beschäftigen, ob der Mord an Walter Lübke hätte verhindert werden können. Stephan Ernst und seine Vorgeschichte, seine rechtsextreme Vorgeschichte, war eigentlich dem Verfassungsschutz schon bekannt und trotzdem wurde nichts unternommen. Wie kann das eigentlich möglich sein? Naja, das hat, die Antwort darauf hat verschiedene Komponenten. Also zum einen muss man ja sagen, dass es in Deutschland Tausende, Zehntausende Rechtsextreme gibt, die Polizei und auch Geheimdienst bekannt sind, weil sie in der Vergangenheit, in den vergangenen 30 Jahren in dem Bereich registriert wurden, weil sie zum Beispiel Mitglied in rechtsextremen Organisationen waren oder weil sie entsprechende Straf- und Gewalttaten verübt haben. Stephan Ernst hat da besonders schwere rechtsextreme, rassistische Anschläge immer wieder begangen. Der Verfassungsschutz war dann der Meinung, er sei, Zitat, abgekühlt, etwa ab 2009. Dazu muss man auch sagen, dass tatsächlich das Täterprofil von Stephan Ernst jetzt nicht ganz typisch ist. Das bedeutet, er war verheiratet, er hat eine Familie, hatte einen regulären Job. Das sind Dinge, die kein Ausschlusskriterium natürlich sind für rechtsextreme Aktionen, aber die doch eher als normalerweise als hinderlich gesehen werden, weil soziale Bindungen eher die Verübung von schweren Terrortaten zu vermeiden scheinen. Andererseits aber war Stephan Ernst auch nach 2009 noch in der rechtsextremen Szene aktiv. Er war etwa bei einem führenden Neonazi, Thorsten Heise, 2011 bei einer rechtsextremen Versammlung. Auch danach, in den letzten Monaten und Jahren vor der Tat, hat er die AfD unterstützt, im Wahlkampf hat gespendet, war auf rechtsextremen Demonstrationen aktiv, sodass man also nicht sagen kann, er war von der Bildfläche verschwunden. Gleichzeitig aber auch muss man etwas vor Augen führen, dass viele rassistische, rechtsextreme Attentäter, die in den letzten Monaten und Jahren gewalttätig geworden sind, den Sicherheitsbehörden vorher überhaupt nicht bekannt waren. Also der Attentäter aus Halle beispielsweise, auch der Attentäter aus Hanau oder der Mehrfachmörder, der 2016 in München aus rassistischen Motiven 11 Menschen umgebracht hat, die waren den Sicherheitsbehörden vorher nicht als rechtsextrem bekannt. Hier gibt es also immer wieder Defizite. Wenngleich man eben auch sagen muss, man kann nicht ausschließen, dass sich Menschen so radikalisieren und man kann dieses große Spektrum von potenziellen rechtsextremen Attentätern, so traurig das ist, nicht 24 Stunden rund um die Uhr überwachen. Sie sagten eben, es sind immer wieder neue, unbekannte, dem Verfassungsschutz unbekannte Rechtsextreme in den letzten Monaten und Jahren immer wieder aufgetaucht. Gibt es denn einen Anstieg der Rechtsextremisten, der durch Studien auch belegt wurde? Naja, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil erstens die Rechtsextremismusforschung in Deutschland nicht konsolidiert ist. Das bedeutet, es gibt immer, wenn was passiert, wenn etwas Schlimmes passiert, und das passiert leider relativ häufig, dann gibt es Gelder für Projekte, für Forschung, auch für Zivilgesellschaft, aber es gibt sehr wenig kontinuierliches Monitoring zum Beispiel. Das heißt, wir können auf die Zahlen des Verfassungsschutzes schauen, die ich aber ehrlich gesagt für nicht seriös halte, für methodisch nicht seriös halte, aus verschiedenen Gründen. Und wir können, das ist das, was wir haben, auf Einstellungsstudien schauen. Einstellungsstudien, das heißt, es werden Menschen repräsentativ befragt, regelmäßig nach ihren Einstellungen. Dann kann man sagen, also wie verteilt sich das in der Bevölkerung in etwa? Da reden wir, wie gesagt, nicht über Handlungen, nicht über Organisation, sondern über Orientierungen, über politische Meinungen, Einstellungen. Und da sehen wir überraschenderweise, dass rechtsextreme Einstellungen nicht zunehmen, sondern dass sie eher abnehmen. Aber der kleiner werdende Teil der Rechtsextremen eher bereit ist, auch diese Einstellung in Verhalten umzusetzen und das auch radikaler zu tun. Das ist ja das, was wir in den Parlamenten sehen, das sehen wir im Internet, das sehen wir auf den Straßen und eben auch bei solchen Gewalttaten, dass es eigentlich nicht die Mehrheit ist oder das Volk, die behaupten zu sein, sondern eine vergleichsweise kleine Gruppe, die aber sehr stark, sehr laut in der Lage ist, Menschen einzuschüchtern, den Diskurs zu dominieren, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, wir als Gesellschaft über Jahrzehnte darin versagt haben, diesen Rechtsextremismus, diesen Rassismus ernst zu nehmen. Die Amadeo Antonio Stiftung zählt über 200 Todesopfer rechter Gewalt allein seit 1990. Viele davon waren in den 1990er Jahren, NSU-Komplex, andere Morde, die stattgefunden haben, auch danach. Wir haben jetzt sozusagen in den letzten Jahren wieder eine Spitze dieser extremen, rechtsextremen Gewalt. Aber wir können nicht sagen, dass das jetzt erstmalig oder so der Fall wäre. Das scheint eher so zu sein, als dass es eine neue Konjunktur ist. Und würden Sie sagen, dass die Sicherheitsbehörden eigentlich die Gefahren von rechts unterschätzen? Insgesamt unterschätzen die Sicherheitsbehörden die Gefahren von rechts und das historisch auch systematisch. Da hat man den Feind vor allem immer links gesehen oder auch im Islamismus begründet gesehen und hat nach rechts geschwiegen. Das hat sich geändert in meiner Wahrnehmung, seit Hans-Georg Maaßen nicht mehr Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist. Und wenn man seine jetzigen Äußerungen betrachtet, dann sieht man auch, dass da wohl eine politische Nähe zur äußersten Rechten besteht, die auch dazu geführt haben könnte, dass hier im Rechtsextremismus lange Dinge nicht beim Namen benannt und nicht untersucht werden. Man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt beispielsweise Bücher, die auch von Verfassungsschutzmitarbeitenden geschrieben wurden, schon vor 30 Jahren, die vor der sogenannten neuen Rechten warnen. Also man kann nicht die Sicherheitsbehörden über einen Kamm scheren. Es gibt viele sehr gute Polizistinnen, die in der Richtung ermittelt haben. Aber insgesamt passiert es auch immer wieder, dass es nicht nur Einzelfälle, sondern auch strukturelle Ansätze oder strukturelle Gründe gibt, zu sagen, dass man hier also insbesondere den Schutz von gesellschaftlich marginalisierten Gruppen, von sogenannten Minderheiten, systematisch vernachlässigt. Zum Schluss war die Verbindung ein bisschen schlecht, glaube ich. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich habe zumindest alles verstanden, was Sie gesagt haben. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Dr. Quent. Danke für die Einladung. Sehr gerne und alles Gute. Bu arada aşırı sağcı Stephan Ernst'in avukatlığını Mustafa Kaplan üstlenmişti. Kaplan daha önce NSU olarak da bilinen aşırı sağcı terör hücresi Nasyonal Sosyalist Yeraltı davasında kurbanların yakınlarını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman komedyen Jan Böhmermann'a açtığı davada Erdoğan'ı temsil etmişti. Weiter geht's. Uluslararası Şeffaflık Derneği Ocak sonunda Kamuda Yolsuzluk Algı Endeksini açıkladı. Anlaşılması zor bir şiir başlığını andıran raporda aslında şairin anlatmak istediği şu: rüşvetin belgesi olmaz, O yüzden sadece algıyı ölçebiliyoruz. Belgesi olan yolsuzluklar yok değil. Federal Kriminal Dairesi tarafından açıklanan son rapora göre Almanya'da 2019 yılında 5428 yolsuzluk suçu işlenmiş. Uluslararası Şeffaflık Derneği hazırladığı endekste Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu, özel risk ve danışmanlık şirketleri ve düşünce kuruluşları tarafından üretilen verileri kullanıyor. Peki Almanya kaçıncı sırada? 2019 endeksinde Almanya 100 üzerinden 80 puanla 9. sırada. Yani yolsuzluğun en az görüldüğü ilk 10 ülke arasında. İlk sırayı Danimarka ve Yeni Zelanda paylaşıyor. Sıralamadaki son ülke ise Güney Sudan. Türkiye 40 puanla 86. sırayı Burkina Faso, Hindistan, Fas, Doğu Timor ve Trinidad ve Tobago ile paylaşıyor. Her ne kadar Almanya'nın ilk 10'da yer alması iyi bir haber gibi görünse de bu her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor. Şeffaflık Örgütü Almanya Şubesi Başkanı Almanya'da hangi konuların daha iyi olabileceğini derneğin YouTube kanalında şöyle açıklıyor. Gerade bei den Regeln für die Politikfinanzierung gibt es viel Verbesserungsbedarf. Daher sollten die Parteien schnell handeln und schärfere Regeln für Parteispenden und Parteisponsoring einführen. Dazu gehört für uns, dass alle Spenden ab 2000 € veröffentlicht werden müssen. Zuwendungen an Parteien sollten auf 50.000 € pro Spender, Jahr und Partei gedeckelt werden. Direktspenden an parteigebundene Mandatsträger und Kandidatinnen sollten gänzlich verboten werden. So muss die Bundesregierung endlich ihren internen Streit überwinden und ein Lobbyregister einführen, das diesen Namen verdient. Außerdem müssen Whistleblower, die Korruption oder andere Straftaten aufdecken, endlich durch ein Gesetz wie in anderen Ländern umfassend geschützt werden. Bu nedir ya? Kesin bir dedi ki hocam bu elleri biraz daha kullanabilir miyiz? Lobi listesi çok önemli. Hükümet hangi dernek, sendika ya da federasyonların federal meclise giriş yapabildiğine dair bir liste hazırlamış. Her ne kadar çok güncel olmasa da 1972'den beri var olan bu listeyi meraklıları için videonun açıklamalar kısmına yazıyorum. Gelelim Konrad Adenauer Vakfı tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına. Göç toplumunu bir arada tutan şeyler nelerdir isimli araştırmada göçmen kökenliler ve Biodeutsch yani Türkçesiyle organik Almanlar dediğimiz göçmen kökenli olmayanların hayata bakışları karşılaştırılmış. Bu bilimsel araştırmayı gelin şimdi tamamen bilim dışı bir şekilde yorumlayalım. Örneğin sorulardan birinde ne kadar dindarsınız denmiş ve yanıt olarak çok dindarım, dindar sayılırım, dindar değilim, hiç dindar değilim kategorileri sunulmuş. Almanların %9'u çok dindarım derken Türkiye kökenlilerin %37'si çok dindar olduğunu söylemiş. Bir diğer soru. Çocuk eğitiminde çocuklar bazen dövülebilir. Bu ifadeye katılıyor musunuz diye sorulmuş. Cevap seçenekleri ise kesinlikle katılıyorum, biraz katılıyorum, pek katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum ve biraz katılıyorum diyen Almanların oranı, şimdi dikkat, %10. Türkiye kökenlilerin oranıysa %1. Acaba? Yarın görüşeceğiz. Mevla kararını açıklayacak sevgili seyirciler. Hadi son bir soruya daha bakalım. Randevularınıza zamanında gitmek sizin için ne kadar önemli? Sorusuna cevaben çok önemli diyen Almanların oranı %30, Türkiye kökenlilerin oranı ise %64. Tamam. İnandım, tamam. Peki siz bu anket sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yazın, konuşalım. Benden bu haftalık bu kadar. 2 hafta sonra Perşembe akşamı tekrar görüşüyoruz. Bu arada şov olmayan haftalarda farklı röportajlar yüklüyorum. Onlardan haberdar olmak için zil işaretine basın. Ben videoyu yükler yüklemez size bildirim gelsin. Ha bir de kanala abone olun lütfen. Tamamen bedava biliyorsunuz. Bana en büyük desteği aslında bu şekilde verebilirsiniz. 2 hafta sonra görüşene dek hepinize Myanmar'da askeri darbenin başladığı anlarda işlek bir cadde üzerinde dans videosu çeken ve farkında olmadan arkasındaki askeri konvoyu görüntüleyen ve bu sayede videosu viral olan spor hocasının şansından diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.